Maximilian Schell steht wegen verbaler sexueller Belästigung einer Kollegin vor dem Kadi. Vergangene Woche dann ein Credo für den unterdrückten Mann. Ich stehe hier nicht nur für mich allein, sondern stellvertretend für alle Menschen, die falschen Anschuldigungen ausgesetzt waren, Galileo Galilei eingeschlossen. Und natürlich auch für Michael Jackson. Dem schickte Schell ein Soli-Schreiben zum Beweis echter Männerfreundschaft. Es wird immer zitiert, es werden Auszüge gebracht, es wird falsch übersetzt. Und jetzt zeige ich denen mal seine Fotokopie. Also ich habe das auf der letzten Seite, können Sie drauf fahren, vom Hollywood Reporter gebracht. Und weil es so dringend war, weil der Michael so angegriffen wurde, er kann sich auch nur so und so. Und dann kommt jeder und sagt, da hat er nackt gebadet. Und das ist so schmutzig und so billig. Und wenn er sogar irgendwas getan hätte, was sogenannt illegal ist, was ist legal, was ist illegal, dann sage ich nur, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf ihn. Zu einer öffentlichen Hinrichtung wird es nicht kommen. Es bleibt beim Verdacht. Aber das angeknackste Image lässt sich auch mit einem Millionenscheck nicht renovieren. Die Frage wird bleiben, hat er oder hat er nicht?